Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Backstage, dem Nerdwelt-Podcast, wo ich, der Dirk und der Cengiz Servus. und der Nils Hallihallo. alle drei wieder zusammen einmal sind und es allen nicht so gut geht, weil sie am Röcheln sind und am Husten. Es Ja. ist Winter, es ist halt wieder so die Zeit, wo alles durch die Gegend fliegt. Ich sehe jetzt auch öfters nochmal hier, wenn du in einem Zug sitzt oder irgendwie im Kaufhaus unterwegs bist, der eine oder andere packt dann doch nochmal seine Maske aus, weil er sich denkt so, no, ich traue den Ganzen nicht. Aber ich muss ja sagen, das war so der einzige positive Aspekt, was heißt der einzige, also einer der positiven Aspekte, die man vielleicht dann noch von der Pandemie mitgenommen hat, dass man einfach sagt, jo, im Winter, wenn ich halt in Raum bin, wo halt viele Leute sind, die vielleicht krank sind, muss ja jetzt kein Corona sein, kann ja alles Mögliche sein, dass vielleicht eine Maske gar nicht mal so verkehrt ist. Also ich gucke die jetzt nicht an und denke mir so, okay, was sind das für Spinner? Sondern ich mir so, okay, ja gut, der denkt sich halt, ich gehe lieber auf Nummer sicher, was an sich ja nicht verkehrt ist, weil dann bleibt man vielleicht auch gesund. Ja, das stimmt. Das ist mir So, gestern auch wieder aufgefallen. ja, also wie gesagt, vor 5 Jahren hättest du da irgendeiner mit Maske gesehen, hättest du gesagt, wo ist denn der entlaufen? Mittlerweile nimmt man das als im Stadtbild halt schon ein bisschen eher so als, naja gut, das ist halt. Ja, der hat halt eher ein bisschen mehr, ich würde jetzt zwar sagen, Angst, dass er sich ansteckt, aber eigentlich ist er richtig. Eigentlich ist er richtig. Ich bin nur meistens zu faul dazu, dann die Maske auszupacken. Ich habe immer eine dabei. Falls ich Eigentlich dann, also. sollte es ja genau umgekehrt sein. Die Anzeichen haben, rumzukränkeln, Ja. die sollten ja eigentlich die Maske tragen. Die müssen eigentlich die Maske tragen, das stimmt. Das ist in Japan so. Also in Ja. Japan hier Maske tragen oder sowas, das ist bei denen normal. Weil wenn die merken, okay, ich bin krank, dann tragen die halt eine Maske, um andere nicht anzustecken. Bei uns Genau. ist es eher so, ich trage eine Maske, damit ich nicht angesteckt werde. Weil der Rest, Ja. der halt kreucht und fleucht, die denken halt nur Scheiß drauf. Dann huste ich halt hier jetzt im vollen Laden einfach dreimal rum und dann ist gut. Ja, aber ich glaube, so weit wie die Japaner kommen wir eh nicht. Dafür waren sie dann die Masken schon zu verhasst gewesen, als sie dann auch wirklich noch nützlich waren. Und jetzt sind sie halt keine Pflicht und da denken sich die meisten, warum sollte ich? Und wie gesagt, ich muss ja auch gestehen, ich bin meistens dann auch zu faul, dann zu sagen, okay, ich packe jetzt die Maske aus dem Rucksack. Ich habe es das letzte Mal genutzt, wo ich mit dem Zug gefahren bin und ein Abteil da schon einer rumgekommen. Da habe ich mir so, okay, du ziehst mal eine Maske an. Ja, verkehrt ist es nicht. Aber macht es halt nicht mehr Aber so häufig, wie es vielleicht noch vor 2 Jahren war. zur Wahrheit gehört ja auch mit dazu und so war es ja früher auch schon immer gewesen, also jetzt gerade bei uns, dass man mit den Masken halt, wie du schon gesagt hast, eigentlich überhaupt gar nichts zu tun hatte und ein Stück weit ist das ja aber auch Aufbau der Abwehrkräfte. Also wenn du dich immer nur dagegen schützen tust, fährst du ja Ja. eigentlich auch dein Immunsystem runter. Also irgendwo ist es ja auch wieder gut, sich anzustecken, um einfach dein Immunsystem jedes Mal wieder zu bekräftigen. Also, ich habe das letzte auch mal wieder irgendwie so einen Bericht gelesen von einem Arzt, der gesagt hat, dein Immunsystem funktioniert auch ohne, dass du angesteckt wirst. Aber da konnte man jetzt wieder anfangen und sagen, so, ja, der erzählt dies, der andere erzählt das. Ich weiß es nicht, ob es so ist. Ich will mich da auch nicht drauf versteifen. Aber ich gehe jetzt auch nicht her und stecke mich mit jedem Scheißdreck an, damit ich sage, okay, mein Immunsystem kennt sich damit Ja, aus. Das ist. das ja natürlich nicht. Das ist ja auch wieder übertrieben. Aber man muss ja auch der Natur, sage ich mal, seinen freien Lauf lassen. Ja, mal gucken wir einfach mal. Wir sind jetzt gerade direkt am Anfang wieder so ein Thema abgedriftet, wo ich mir denke, so, warum eigentlich? Das ist eigentlich kein cooles Thema. Du hast Deshalb. damit Ja, doch angefangen. ja, ich habe damit angefangen, ich bin dumm. Deswegen gehen wir einfach mal zum cooleren Thema über. Und zwar habe ich diese Woche jede Menge Filme gesehen, 4 Stück. Und. Ich fange einfach mal mit einem Film an, und zwar einen Weihnachtsfilm, den ich eigentlich vor 2 Jahren schon sehen wollte, und dann habe ich den verpasst. Und dann Weihnachtsfilme kannst du halt nicht im Sommer gucken, sondern du wartest halt bis zum nächsten Jahr. Da habe ich ihn wieder verpasst, und dieses Jahr habe ich dann wurde ich nochmal dran erinnert und habe gedacht, geil, dieses Jahr gucke ich mir den an. Und zwar geht es um die Weihnachtsjagd. Die Weihnachtsjagd ist eine Komödie, wo es um einen Jungen geht, dessen Namen mir gerade Mit Neil entfallen ist. Das Patrick ist wunderschön. Harris. Ich glaube ja. Ich glaube ja. Und zwar geht es um Jungen, der wünscht sich halt zu Weihnachten etwas ganz Besonderes. Wir haben Ende der 80er und er wünscht sich etwas. Und die Familie sagt, nö, das gibt's nicht. Aber versucht aber trotzdem irgendwie dran zu kommen, weil halt das cool ist. Und zwar geht es um einen Nintendo Entertainment System. Und der gute Ja. 10-Jährige heißt Jake Doyle. Und er wünscht sich halt dieses Gerät in der Nachbarschaft, hat halt einen Junge. Nintendo Entertainment System ist allerdings ein reiches Arschloch, muss man so sagen.
Der dann so, die ganzen Kinder stehen vor seiner Tür und ja, hier, lass mich mit Nintendo Ach, spielen. Und er sagt so, ja, stimmt. ich such so zwei, drei Leute raus, oder du, und wer hat mir was mitgebracht? Und ist halt so ein reiches Arschlochkind. Und die wollen natürlich Stimmt, dann, die Kumpels jetzt. wollen dann selbst ihr eigenes Nintendo Entertainment System irgendwie zusammenkriegen und versuchen dann natürlich das Teil zu kriegen. Ich fand es halt, das ist halt wirklich auch so ein Film, glaube ich, für den Cengiz, weil du hast da echt die 80er drin. Und Jetzt, wo du das ansprichst, ja, wir haben doch, glaube ich, sogar auch den Trailer in der Sneak damals gesehen. Kann das sein? Ich weiß es nicht mehr. Oder ist es schon so lang her? das Weil war 2021. das sagt mir komplett etwas, oder? Ich muss es im Fernsehen irgendwo mal den Trailer oder so gesehen haben oder im Internet. Ich glaube, die haben Aber. damals tatsächlich ganz schön viel Werbung gemacht. Ja, das kann sein. Ich habe ihn halt damals nicht gesehen. Ich glaube, bei uns lief er auch gar nicht. Aber 2021 war halt wieder so ein Jahr, wo nur man nicht wusste, wie lange hatten wo was auf und wurde verschoben, alles hin und her. Das war wieder so ein ganz komisches Ding. Ich fand ihn durchwegs unterhaltsam. Also jetzt, der hat jetzt keinen so richtig Hardcore Witze drin gehabt, wo du sagst, okay, das ist jetzt der Schenkelklopfer und da wirst du dich jahrelang drin erinnern. Aber er war durchwegs unterhaltsam, vor allem wenn man halt sich so ein bisschen mit dieser Kultur auskennt, so ein bisschen Nintendo, also ein bisschen mit den Nerds mit dabei ist und die Ende 80er und so was. Das ist schon, da hat so einen richtigen schönen geilen Vibe gehabt, und da habe ich Spaß mit gehabt. Sag mir nochmal, wie der Film heißt, bitte. Das muss ich mir Die notieren. Weihnachtsjagd. Die Die Weihnachtsjagd Weihnachtsjagd. heißt das. Ich glaube, im Original heißt es 8-Bit Christmas. Okay. War mein Handy, sorry. Was Das war mein Handy. jetzt? Ja, gut. Ich dachte schon, was geht denn jetzt ab hier? Ach stimmt, das So, Fest warte der mal. Spiele, da kann ich mich sogar noch dran erinnern, Ja. an den geilen Untertitel. So, ja, mit Neil Weihnachtsjagd. Patrick Harris, genau. Der spielt Ja. den älteren Jake Doyle, weil es fängt halt an, dass er quasi seiner Tochter erzählt, wie das halt damals war, ne? So Ende der 80er, als es noch keine Handys gab und unser Wunsch war halt einfach, ein Nintendo zu besitzen, weil das damals der heiße Scheiß war. Ja, kann ich ein Ja. Lied von singen. Das war damals bei mir auch so gewesen, einen Ich NES muss zu sagen, haben, Ende der den ich nie hatte. 80er war ich zu jung gewesen für Nintendo. Mein Bruder hatte irgendwann mein NES gehabt, aber eigentlich habe ich später erst angefangen, ich glaube Mitte der 90er erst mit dem Mega Drive. Davor hatten wir einen Atari gehabt, der war aber so eine Familienkonsole gewesen, ne, wo wir alle so ein bisschen dran gespielt haben. Ein Atari VCS 2600. Dann irgendwann so Anfang bis Mitte der 90er hatte ich dann den Game Boy und dann halt Mega Drive und von da aus halt immer die Sega-Konsolen durch. Irgendwie später noch Master System dazu geholt, dann den Saturn, dann die Dreamcast und dann war leider eh rum. Aber ich kann mich trotzdem ganz gut hineinversetzen, dass du da sagst, okay, ja, das ist das Gerät quasi jetzt hier zu Weihnachten und es ist halt überall schon vergeben. Na, also ist halt. Das Gerät, wie sie dann so diesen Plan aushacken, wie sie denn jetzt dazukommen. Ach, ich find's unterhaltsam. Ich fand den cool. Ich hatte Spaß mit. Aber ich glaube, Cengiz hätte auch Spaß damit. Ja, definitiv. Definitiv. So. Deswegen kam es auf meine Liste, muss ich noch gucken. Weil ich fand den Trailer damals nämlich auch schon richtig gut. Ja, ich habe ihn sogar gekauft, aber leider nur digital. Und zwar wollte ich ihn einfach nur ausleihen. Und ich bin ja auf mein Handy gibt es so eine nette App, die nennt sich Google Umfrage. Ne? Die fragen immer so, ja, du warst ja hier dort und dort gewesen, hast du da was eingekauft beim Thalia, beim Müller, beim Kaufland etc. Und wie hast du bezahlt, was weiß ich. Dann kriegst du mal ein paar Cent für und da habe ich mir ganz genug angespart und habe gesagt, okay, dann leihe ich mir einfach darüber was aus, weil dann bezahle ich nicht mit meinem eigenen Geld, sondern einfach mit diesem Guthaben. Und da gab es die Möglichkeit, mittlerweile läuft ja Google, also YouTube über Google. Und da gab es die Möglichkeit, entweder für 3,99 zu leihen oder für 5,99 als UHD-Version zu kaufen. Und ich so, gut, komm hier, da kriegst du die 2 € mehr von meinem Konto. Wie gesagt, das ist eh nicht mein Geld. Und dann kaufe ich mir das Ding einfach digital. Ob ich mir den irgendwann nochmal angucken werde, ja, vielleicht nächstes Jahr. Nur das ist ein typischer Weihnachtsfilm, du guckst einmal im Jahr und dann ist gut. Oder vielleicht gucke ich den erst übernächstes Jahr wieder, aber kann man sich nochmal angucken, doch. Vielleicht nochmal, wenn man so ein kleines Grüppchen noch dazu hat, was dann auch Spaß dran hat, dann kann man den auf jeden Fall sehen. Jo, das war mein Weihnachtsfilm diese Woche.
Ich habe noch einen anderen Film gesehen, der so ein bisschen Weihnachtsflair hat, aber kein Weihnachtsfilm ist. Ich war in Wonka. Und ich muss gestehen, Wonka ist kein schlechter Film, aber es ist nicht mein Film. Man merkt halt wirklich, dass die Vorlage ein Kinderbuch war und dementsprechend ist er vielleicht auch ein bisschen aufgemacht. Er ist ziemlich bunt, es gibt Musikeinlagen, also es ist ein halbes Musical. Charaktere sind halt, es ist halt alles ein bisschen drüber. Kann man jetzt gut finden, kann man schlecht finden. Mein Vibe hat es nicht getroffen. Sagen wir es, wie es ist. Ich fand ihn jetzt nicht absolut schlecht, dass ich sage so, boah, ey, das war verschwendete Zeit. Aber ich muss auch sagen, er hat einfach nicht mein Vibe getroffen dafür. Da gibt es jetzt keinen, wo ich sage so, boah, ey, der hat das jetzt aber schlecht gemacht. Timothée Chalamet als Willy Wonka war schon cool, die Idee war cool, aber die Umsetzung war einfach für mich zu bunt, zu kindisch, keine Ahnung. Es gab vor 2, 3 Jahren, habe ich den mal geguckt, hier auf Netflix gab es diesen Jingle Jangle Journey. Und der geht so eine ähnliche Kerbe. Das ist auch so ein halbes Musical mit so einer schönen, netten Geschichte dazu. Und dann geht's. Hier geht es halt um Wonka, der irgendwie mit dem Schiff angereist kommt, hat nur ein paar Münzen bei sich und will einfach sein Schokoladenimperium jetzt aufbauen. Und da wird er natürlich erstmal übers Ohr gehauen von den Vermietern, von seinem Hotel. Und freundet sich halt mit anderen an und dann, ja, wird am Ende alles gut. So. Essen. Typischer, netter Kinderfilm. Ja, interessiert mich gar nicht. Hat man ja schon mal drüber gesprochen. Interessiert mich wirklich 0,0. Da gucke ich mir lieber 2 Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle, Bud Spencer und Terence Hill, dreimal an, bevor ich mir den anschaue. Ja, ich habe jetzt gesehen, ich muss ihn nicht unbedingt nochmal sehen. War okay. Ich habe überhaupt keinen Bezug zu Charlie und die Schokoladenfabrik. Dementsprechend wenig interessiert mich dann auch die Vorgeschichte davon. Ich weiß, ich habe den irgendwann mal gesehen, aber das ist bestimmt schon mindestens 5, 6, 7, 8 Jahre her. Ich habe den einmal gesehen, ich weiß da nicht mehr viel drüber, außer dass Johnny Depp halt ein bisschen skurril drauf ist, aber das ist Johnny Depp halt immer. Mehr weiß ich halt auch nicht mehr. Ist auch nicht so ein Film, wo ich sage so, wow, cool, da habe ich jetzt so riesen Bock drauf, den zu gucken. Ist Ja, halt, nee. ja, muss man Also mögen. ist auch einer der absolut wenigen Tim Burton-Filme, die ich bis heute noch nicht gesehen habe. Ich habe den immer noch auf meiner Liste, auf meinem Stapel. Irgendwann werde ich mir mal anschauen. Aber selbst das zeigt es mir ja schon. Also ich mag Tim Burton-Filme, aber Charlie und die Schokoladenfabrik hat mich damals auch nicht wirklich gejuckt gehabt, obwohl es ein Tim Burton ist und haben mir nicht angeschaut. Deswegen ist Wonka auch nach wie vor für mich nicht von Interesse. Was komisch ist bei Wonka jetzt, keine Ahnung, wer die Synchro gemacht hat, aber teilweise schlecht abgemischt oder schlecht irgendwie die Texte übersetzt, keine Ahnung. Es gibt wirklich Passagen drin, da siehst du, dass der Mund sich bewegt, aber erst 2 Sekunden später kommt ein Ton. Gerade am Anfang, so das erste Lied, denkst du so, okay, da haben die aber nicht gut aufgepasst. Das war dann schon ein bisschen strange. Natürlich, wenn du es in Originalversion hörst, ist natürlich alles toppi, aber gerade die deutsche Synchro war da erstmal ein bisschen strange. Und ich glaube, es gibt eine Szene, wo sie halt mit so einem Luftballon, die haben so ganz viele Luftballons und damit fliegen die natürlich dann wieder durch die Gegend. Und ich glaube, in einer kurzen Sekunde, da siehst du einfach dieses Seil, was dieses Mädel einfach hält, statt die Luftballons. Ne? Also die haben vergessen, dieses Seil da raus zu retuschieren. Habe ich zumindest das Gefühl gehabt. Dann denke ich mir so, ah, Aber okay. das ist ja nicht so gut, ehrlich gesagt. Also bei so einer Ja. Produktion. Vielleicht habe ich mich auch nur geirrt und sowas, aber ich dachte mir so, okay, warte mal, da ist was zu viel. Das gehört da nicht hin. Müsste natürlich jetzt die Szene nochmal gucken und dann könnte ich es dir genauer sagen. Aber im ersten Augenblick hatte ich dann mal so, okay, warte mal, da ist was zu viel drin. Und zack, 2 Sekunden später war es auch wieder weg. Also war es dann doch vielleicht eher nicht gewollt. Na gut, habt ihr noch irgendwas geguckt, bevor ich jetzt hier meine ganzen Filme Du, runterrate? ich habe tatsächlich einige Sachen geguckt. Also Weihnachtsfilme haben wir ein paar geschaut. Ich habe aber auch angefangen, und das passt jetzt vielleicht als Anknüpfung, weil Neil Patrick Harris da auch mitspielt, How I Met Your Mother nochmal zu gucken. Oh, okay. Disney Plus Nie ist ja gesehen. so, echt nicht? Krass. Ich Also find's das ist geil.
Das war halt bei mir wirklich das war so ein Hype-Ding, weißt du, so was, wo jeder die neue Folge geguckt hat in meiner Generation, die dann so, oder in meiner Altersklasse, wenn die dann auf ProSieben lief. Ich habe so die ganzen nie gesehen. Ich habe Big Bang Theory erst viel, viel später gesehen. How I Met Your Mother, Two and a Half Men, was weiß ich, wie sie alle heißen. Habe ich nie gesehen. Ich habe noch nicht mal Friends gesehen. Also die ganzen Sitcom ist das falsche Wort jetzt dafür, aber diese. Doch, sind Sitcoms. Doch, ja, Ja, schon. nee, Also ist diese ganzen richtig. Sitcoms habe ich eigentlich nie gesehen. Das sind ganz klassische Sitcoms. Nie geguckt. Also, Big ich Bang muss Theory mittlerweile, sagen, ja, aber das war's. ich finde How I Met Your Mother weiterhin mega geil. Ich Ich finde finde. das echt super. Ich habe jetzt schon von ein paar Leuten gehört, dass das schlecht gealtert ist, aber das finde ich überhaupt nicht. Ich finde, Nee. das funktioniert immer noch genauso gut wie vor 10 Jahren, wo es das erste Mal raus, beziehungsweise ich glaube, das ist schon wieder auch Noch älter. Das ist 2002 Nullerjahre. oder so, ne? Das ist Nullerjahre. Dirk hat eigentlich die drei ganz großen genannt aus den Nullerjahren. How I Met, Two Ja. and a Half Men und The Big Bang. Das sind die drei erfolgreichsten Serien, glaube ich, Sitcoms gewesen in den Nullerjahren. Und die halten sich immer noch wacker, die immer noch eine Wahnsinnsbeliebtheit haben. Und wenn ich reinseppe, bei allen drei Serien bleibe ich immer wieder hängen und lasse es einfach laufen, wenn ich gerade nichts anderes irgendwie. Ganz klassisch, ich mache mir was zu essen oder irgendwas und dann auf Sky, da gibt es einen Comedy-Sender und da kommen dann genau die drei hintereinander, werden immer drei, vier Episoden nacheinander gezeigt und ich bleibe da immer hängen. Und ich bin immer noch der Meinung, dass How I Met Your Mother eine der cleversten Serien, Sitcom-Serien ist überhaupt. Weil das, was die da reingebaut haben, also das sind ja 8 Staffeln, die es da gibt. Und Gibt es dass nicht die selbst. 10? Nee, 8 Staffeln. 9. Ich hab's gerade hier auf. Was, 9? Nee, Es sind 8, oder? 208 Folgen in 9 Staffeln, steht hier. Ja. In 9 Staffeln? Ich habe gedacht, die 8 ist die letzte und die geht ja nur um die Hochzeit die ganze Zeit. Das Okay, ist aber gut, wenn tatsächlich, du. das ist tatsächlich die Spoiler. neunte. Okay, dann 9. Gut, also da haben wir alle was gewusst. Aber egal, also wenn du How I Met einmal gesehen hast und egal wann du welche Staffel, welche Folge siehst und dann da immer wieder Referenzen ausgegraben werden, wo die irgendwann mal passiert sind, sich das alles auszudenken. Allein schon. Ich habe dem letzten mit einem Freund über diese Serie gesprochen gehabt. Also entweder muss man wirklich ein Genie sein, nachträglich das alles einzubauen, oder man muss ein Genie sein, in Staffel 1 schon solche Sachen mit einzupacken, ohne zu wissen, wie weit es diese Sitcom jemals schaffen wird, dass man diese Sachen irgendwann in Staffel 8 oder 9 einfach als Referenz nochmal aufgreifen tut. Das ist wahnsinnig clever, finde ich. Und lustig. Ja, also das muss ich auch sagen. Mir sind jetzt wieder Sachen aufgefallen, wo er dann irgendwas anreißt und sagt, das erzähle ich euch später. Und man denkt sich so, ja, stimmt, er erzählt das später wirklich nochmal. Also die haben das nicht vergessen. Du hast Ja. nicht so wirklich lose Enden. Ich muss sagen, ich bin kein Freund von der Pointe der Serie. Also ich fand das Ende ziemlich scheiße. Nicht Nicht gut. spoilern. Ja, wie gesagt, man kann geteilter Meinung sein. Ich kann sogar Ja, nachvollziehen, warum man ja. das gut findet. Ich fand das aber trotzdem scheiße. Aber ich muss sagen, diese Figuren und wie die miteinander interagieren, das ist so, weiß ich nicht, das spricht mich wirklich an. Ich finde, das sind sehr, sehr liebevoll geschriebene Figuren und es ist echt schön, auch so zu sehen, wie die sich so entwickeln im Laufe der Zeit. Und ich habe jetzt auch wieder gemerkt, so in der, irgendwann sind Ted und Robin ja mal zusammen, ganz am Anfang schon. Ja, gleich in Staffel 1 eigentlich. Ja, Oder Staffel war das 1, Staffel 1? Oder war Staffel das 1 Staffel Schrägstrich Staffel 2? 2. Ja, Ja, irgendwie irgendwo so da da. in dem Dreh. Und ich habe mir das jetzt nochmal angeguckt und habe mir echt so gedacht, ey, da sind auch wirklich viele Sachen so. Also, ne, die treffen sehr ins Schwarze, was Beziehungen angeht. Also, das ist schon Ja. wirklich,
Ganz faszinierend. Also es ist wirklich eine super geile Serie und ich finde die auch immer noch mega geil. Und ich Ja. suchte die jetzt echt quasi weg. Ja. Ich habe auch nochmal mit dem Gedanken gespielt gehabt, ob ich nochmal bei Null anfange und die durchbinge. Aber ich muss mich jedes Mal zurückhalten oder selber eingestehen, nee, du kennst es ja eigentlich schon. Und die Serie, ich sag ja, also wenn du die einmal gesehen hast und die läuft irgendwo und du selbst rein, dann wirst du immer wieder deinen Spaß haben. Weil du, ach, das ist die Folge, da geht es um das und das. Und hast schon ein leichtes Grinsen auf der Backe, weil du schon genau weißt, worum es geht. Aber du guckst es dir nochmal an und lachst nochmal darüber, obwohl du schon alles kennst. Ja, das stimmt. Es hat überhaupt nicht diesen Abnutzungseffekt. Weißt du, oft guckst du ja Sachen nochmal und denkst dir, ja gut, kenne ich schon, weiß ich, was passiert. Aber das ist bei How I Met Your Mother irgendwie überhaupt nicht schlimm. Genau, absolut. Also das haben die mit dieser Serie echt voll ins Schwarze getroffen. Ja, die werde ich vielleicht irgendwann mal gucken. Aber so lange habe ich Ja. Disney Plus nicht mehr. Ich bin froh, wenn ich Loki zu Ende kriege. Irgendwann vielleicht mal. Wenn ihr die alle so gut findet, kann er mal vielleicht mal reinschauen. Ich kann es nur empfehlen. Ist in meinen Augen wirklich die beste Sitcom. Also die hätte ich dir empfohlen vor Big Bang Theory. Okay. Ich kann Na gut, ist mir, dann meistens Geschmackssache so ein ich bisschen, ne? kann mir tatsächlich vorstellen, dass Dirk mit Big Bang mehr was anfangen kann als mit How I Met. Würde ich jetzt mal so in den Raum stellen. Weil. Ja, weil der Nerd-Bezug, ich meine, bei Big Bang ist es ja auch so, die Serie, die hat sehr nerdig angefangen und wurde dann trotzdem wieder, nicht trotzdem wieder, das ist falsch gesagt, aber der Beziehungseffekt, also die Paare und die Beziehungen, die geführt werden, die sind ja dann doch mit eingeflossen, wo du dann gedacht hast, ach nö, hätte man die ganzen Weiber nicht irgendwie weglassen können und das Nerdige einfach dabei belassen können, aber dann wäre nach 3 Staffeln echt Schluss gewesen. Aber trotzdem hast du ja selbst in den Folgestaffeln immer trotzdem das Nerdige mit dabei. Und ich glaube, das Nerdige plus die Beziehungsgeschichten sind für dich, glaube ich, annehmbarer als bei Big Bang, wo es wirklich in erster Linie wirklich nur um Beziehungen geht. Ich meine, Ja, How I Met gut. Your Mother. Ja, genau. Ja, Da, als. das stimmt natürlich schon. Bei How I Met Your Mother geht es halt darum, da geht es halt um Singles in New York, ne? Und die große Liebe fürs Leben zu finden. Ja. Oh mein Gott. Ja, aber so charmant und lustig verpackt, dass es halt echt nicht nervt. Du Eine hast jetzt. Fantasy-Serie. Nee, überhaupt gar nicht. Weil das sind so viele reale Momente mit dabei, wo man sich selber immer wieder ertappt oder selber auch das ein oder andere mitgemacht hat. Und das egal, in welcher Haut man, welchen Charakter man dann jetzt da hat, weil jeder Charakter bedient ja praktisch ein Typus Mensch. Und aber da ist von jedem etwas, ist eine Situation, ein Moment oder ein Charakterzug mit dabei, wo du dir denkst, ja, hast du genau so auch schon mal miterlebt und dann lachst du halt dann auch wieder drüber. Also das ist alles sehr nahbar und es stimmt schon, man kann sich oft denken, so hey, das kommt mir irgendwie bekannt vor, so aus meiner eigenen Beziehungserfahrung. Ja. Auch was Umfeld angeht, Freundeskreis und so, genauso. Ja, genau. Vielleicht nächstes Jahr. Dieses Jahr wahrscheinlich nicht mehr, weil da muss ich erst mal anderes Zeug gucken. Aber vielleicht ist das so ein Projekt, was ich sage, okay, das nehme ich in Angriff für nächstes Jahr. Aber ja, doch, man kann ja immer mal reinsneaken und spätestens nach 5 Folgen weißt du, okay, das ist was oder das ist halt nichts. Ja, gut. Jetzt haben wir noch eine Serie. Haben wir sonst noch irgendwas? Ich will jetzt, also ich habe noch 2 Filme, aber ich will nicht die ganze Zeit nur labern hier. Ich habe noch Ja, drei dann. Weihnachtsfilme. Weihnachtsfilme. Wuhu. Aber Was ich ist denke dein es. Top-Weihnachtsfilm dieses Jahr? Dann nenn doch mal deine 3 Weihnachtsfilme jetzt mal am Stück. Sag mal alle 3 und dann können wir ja mal gucken, ob da was Brauchbares dabei war. Also,
Ich muss sagen, nur angefangen, aber noch nicht fertig, weil meine Freundin dann auf dem Sofa eingepennt ist, haben wir gestern Versprochen ist versprochen, den ich tatsächlich vorher noch nie gesehen habe. Hatten wir erst im letzten Mal gesprochen und Dirk hat sich den auch angeschaut. Den Nochmal habe ich letzte Woche angeschaut. gesehen, ja. Dann Du hast den noch nie gesehen? Oh, ich weiß haben wir nicht. Wenn man mal. den jetzt so nach X Jahren guckt, weiß ich nicht, ob der noch. Ich habe den halt geguckt mit der rosa-roten Nostalgiebrille, weil ich weiß, okay, den habe ich als Kind mal geguckt. Ja. Dann weiß er noch so halbwegs, aber jetzt so als Neueinsteiger, der ist halt schon hardcore gealtert. Also ich muss auch sagen, ich habe mir so bei der, ich glaube, wir sind so ungefähr bei der Hälfte, mir schon echt gedacht, so, boah, das ist mir teilweise echt ein bisschen zu drüber. Also alles in dem Film ist ja so mega übertrieben. Auch so das ganze Schauspiel und alles, alles ist halt so eine, so richtig verrückt quasi. Und das war mir teilweise schon ein bisschen zu viel, aber ich werde ihn jetzt vor dem finalen Urteil schon noch mal zu Ende gucken. Ja, guck den noch zu Ende, der wird noch sehr, sehr interessant. Wie gesagt, ich gucke den halt so mit der Brille, alles klar, den kennst du halt aus der Kindheit her und deswegen das siehst du ihn wahrscheinlich anders da, als wenn du jetzt neu einsteigst. Also ich glaube, würde ich jetzt da neu einsteigen, würde ich mir denken, so, boah, Alter, was ist denn bei euch schief gelaufen? Das ist der ist schon ein bisschen strange. Aber die Idee war gut. Dann haben wir mal wieder, oder habe ich mal wieder und meine Freundin zum ersten Mal gesehen, eine wüste Bescherung. Okay. Den müsstest du ja auch noch von unserer Weihnachtsfolge Ja, kennen, Dirk. wüste Bescherung kenne ich. Hätte ich das letzte als Bild gehabt für das Gewinnspiel für die Sneak. Kenne ich natürlich, klar. Auch ein Disney-Klassiker. Du guckst direkt Disney Plus durch, oder? Ja, Gefühlt auch also Met Your ich Mother, muss halt versprochen, sagen, versprochen. bei mir hat sich das mittlerweile echt so etabliert, Disney Plus ist mein Streamingdienst. Also ich Okay. habe eigentlich nichts mehr außer Disney Plus. Ja gut, ich Ja, habe okay. Crunchyroll. Das ist mein Streamingdienst, weil ich da am meisten gucke. Amazon Prime läuft halt nebenher, weil es einfach, du hast das einfach dabei zu deinem Amazon-Paket. Und ansonsten wechsle ich halt immer. Jetzt gerade habe ich noch Disney Plus, dann habe ich jetzt hier 2 Monate geschenkt bekommen von Apple TV Plus. Das werde ich mir dann wahrscheinlich jetzt die nächsten 2 Monate geben. Und dann gucke ich einfach mal. Eigentlich wollte ich jetzt im Dezember vielleicht nochmal Netflix mir holen, um mir dann hier Rebel Moon und Scott Pilgrim und sowas anzugucken, aber vielleicht auch One Piece. Aber ich denke, das verschiebe ich dann auf nächstes Jahr. Weil mehrere Streaming-Dienste nebenher laufen zu haben, das bringt ja nichts. Du kannst ja nicht mal einen richtig ausnutzen. Und wenn ich Ja. sage, okay, ich habe jetzt Disney Plus und Apple und Netflix, dann endet es damit, dass du das eine bezahlst, aber nie wirklich nutzt. Ich muss halt sagen, ich mache immer das Jahresabo von Disney Plus und dann habe ich das halt so und dann gucke ich mir halt alles Mögliche da an. Und die haben halt auch eine geile Bandbreite, ne? Also am Anfang hat man ja mal gedacht, ja gut, Disney Plus, was hast du dann? Dann hast du Star Wars, Marvel und halt die Disney-Filme, aber halt ab dem Moment, wo 20th Century Fox dazu kam, hast du Genau, einfach ja. so einen breiten Katalog an Zeug, den du dir da angucken kannst, dass ich sagen muss, ich brauche eigentlich gar keinen anderen Streamingdienst. Also mir fehlt da nichts. Ich kann mir auf Disney Plus fast alles angucken, was mich irgendwie interessiert. Das DuckTales. stimmt, ja. Genau, aber Ja, eine wüste Bescherung, ich muss ja. sagen, ich finde den immer noch geil. Den gucke ich mir jedes Jahr an und wie dieser Schlawiner quasi sich so durchmogelt durch diesen Roadtrip, das ist echt herrlich anzugucken und das finde ich jedes Mal wieder geil. Ja, erzähl noch mal kurz, worum es in dem Film geht. Also Für die, die ihn noch nicht kennen. der Hauptdarsteller Jake, der übrigens der Schauspieler spielt einen von den Söhnen bei Hör mal, wer da hämmert, Aaron falls euch das Taylor. was sagt. Ja, Genau. Aaron Taylor Jones. Und Aaron Taylor Jones, so rum, ja. Der will eigentlich Weihnachten nicht nach Hause, weil sein Vater hat neu geheiratet nach dem Tod der Mutter und er hat da keinen Bock drauf. Und sein Vater sagt dann aber, pass mal auf, wenn du hier bist bis 18 Uhr am Heiligabend, wo wir uns zum Essen hinsetzen, dann kriegst du den Porsche. Ne? Also die haben so einen Porsche zusammen restauriert und den kriegt er als Geschenk, wenn er bis dann da ist. Und er wird aber von so Bullies quasi in der Wüste ausgesetzt, weil er die halt verarscht hat. Oder weil die denken, er hat sie verarscht, wird er im Weihnachtsmannkostüm in der Wüste ausgesetzt. Und Wird muss jetzt angeklebt, halt, damit so ein Bart. genau, und muss jetzt halt als Weihnachtsmann verkleidet zusehen, dass er irgendwie bis Heiligabend in New York ankommt. Und das ist halt so ein ganz gerissener Typ, der sich halt auch sehr gut darin ist, sich so aus so Sachen rauszuquatschen.
Und der halt auch sehr erfindungsreich ist. Und so nutzt er dann halt quasi seine Fähigkeiten, um sich da so, ja, durchzuarbeiten von dieser Wüste bis nach Hause. Ich glaube, den haben wir vor 2, 3 Jahren gesehen. Boah, ey, wie die Ja. Zeit wieder vergeht. Ich glaube auch hier so ein Nerdway Life oder sowas haben wir das geguckt. Ja, Ich wo wir weiß die gar nicht mehr ganzen so viel Weihnachtsfilme drüber. geguckt haben. Ja, ich weiß gar nicht mehr so viel drüber, aber dass er doch unterhaltsam war. Wie seine Reise jetzt abgelaufen ist, das kann ich dir gar nicht mehr so richtig sagen. Aber die Ja gut, Prämisse ich fand ich kenne halt es halt auswendig erstmal witzig. mittlerweile, ne? Ja, gut, wenn du das jedes Jahr guckst, dann. Ja. Dann Was warum war nicht? denn Also. dann dein dritter Film gewesen? Ja, der dritte Film ist Liebe braucht keine Ferien. Ah, okay. Nein, Nicht tatsächlich Liebe? Ich dachte, das wäre jetzt so tatsächlich dein. Liebe hebe ich mir für Heiligabend auf. Ach so. Ja, Ach wunderbar. so. Was ich übrigens immer noch einen guten Film finde. Also ist eine schöne Schmonzette. Welcher Ja, jetzt? auf. Liebe braucht keine Ferien oder tatsächlich Liebe? Tatsächlich Beides. Liebe. Ich muss tatsächlich, also ich liebe ja, tatsächlich Liebe ist mein Lieblingsweihnachtsfilm. Ne, den gucke ich auch jedes Jahr zu Weihnachten und ich finde den super. Und das ist ein richtig schöner, positiver Film. Aber ich muss auch sagen, Liebe braucht keine Ferien. Fand ich früher gar nicht so geil. Jetzt habe ich den nochmal geguckt und habe mir gedacht, oh doch, der ist schon sehr schön. Also Ja, auch das okay. ist einer, den kann man empfehlen. Wenn man so einen weihnachtlichen Liebesfilm gucken will, ist Liebe braucht keine Ferien echt ein Blick wert. War das nicht das Ding gewesen, wo sie die Wohnungen getauscht haben und die Häuser getauscht haben, wo Genau. sie irgendwo in der Walachei irgendwo ist? Kate Winslet wohnt halt in England in so einem kleinen Häuschen in der Pampa. Und die tauscht mit Cameron Diaz, die halt so Filmtrailer produziert und in so einer Villa in LA wohnt. Die tauschen quasi die Häuser, weil die halt beide quasi von der Liebe enttäuscht sind. Und ja, jetzt tauschen sie mal durch. Also, ne, die wollen beide weg und tauschen deswegen Apartments quasi. Und die Männerparts waren gewesen Jack Black und Hugh Grant, glaube ich, oder? Nee, Jude Law. Also Jude Jack Black und Law. Jude Jude Law. Law. Okay. Hugh Aber Grant ich habe ist den Film bis hier heute noch tatsächlich nicht Liebe. gesehen, tatsächlich. Ja, ich habe beide gesehen. Ich glaube, ich finde beide auch gut. Ich mag auch diese Art Also, von Film. Das trifft dann doch schon so meinen Nerv eher. ich würde ja sagen, tatsächlich Liebe ist nochmal geiler, aber Liebe braucht keine Ferien, ist auch schon ein sehr guter Liebesfilm. Ja. Bei tatsächlich Liebe hast du halt sehr viel mehr verschiedene Storys drin als jetzt da. Ja. Ich Jetzt meine, spiele ich tatsächlich Liebe ist ja mal. eigentlich so ein Zusammenschluss aus verschiedenen Kurzgeschichten, mehr oder weniger, ne? Das sind ja immer verschiedene Grüppchen, verschiedene Personen, verschiedene Paare, die sich kriegen oder halt nicht kriegen. Das finde ich eigentlich bei den Filmen eigentlich ganz gut, dass da nicht alle so ihren. Die haben zwar alle so ein Happy End, aber nicht alles muss dann halt so ausgehen, vielleicht wie der Zuschauer denkt. Aber ich, das finde ich eben gerade so schön. Du hast da eigentlich so viele Charaktere und zum Ende des Films hin haben doch alle irgendwie miteinander was zu tun. Und das Schöne Ja. ist, ich habe jetzt nie danach geschaut, ob das dieselben Macher sind, aber die Struktur ist exakt die gleiche. Es gibt ja auch den Film Valentine's Day und es gibt den Film Happy New Year. Und Ja, der ist an die ja, habe ich auch schon gedacht. die sind ja alle drei genau so aufgebaut, als ob das echt aus derselben Feder, nur die haben halt einfach andere Feiertage genommen und lassen da auch verschiedene Schicksale die Liebe finden oder die Liebe auseinandergehen und dann am Ende doch irgendwie, dass jeder irgendwie mit jedem irgendwo irgendwie verknüpft ist. Ich mag solche Filme, muss ich ehrlich sagen. Und natürlich ein Wahnsinns-Star-Aufgebot. Also du hast ja gefühlt 20 Stars von Kinder bis Erwachsenen, die in diesen Filmen da mitmachen. Also der Regisseur von Valentine's Day und Happy New Year ist tatsächlich jeweils Gary Marshall, aber tatsächlich Liebe ist Richard Curtis. Also da ist es schon mal Okay. nicht. Und ich Okay. glaube, es ist tatsächlich auch so, dass die tatsächlich Liebe ist ein britischer Film und die anderen sind US. Stimmt. Ja. Hast recht. Aber Hugh wahrscheinlich Grant als tatsächlich Premierminister, Liebe, das ist typisch britisch. ganz ehrlich, tatsächlich Liebe lief halt gut und dann haben die Amis sich gedacht, ach komm, da gibt Ja. es ja noch mehr Feiertage. Ja. Aber ich finde eben auch, dass die nicht schlecht sind. Also die sind trotzdem auch Ja. gut, auch wenn es nachgemacht ist. Ich meine, gut nachgemacht ist immer noch besser als schlecht selber gemacht. Die Amis können Ja. beides. Die waren auch, also ich fand die jetzt auch nicht scheiße, aber tatsächlich lieber ist noch mal irgendwie eine Nummer Ja. besonderer.
Absolut, ja, weil es auch der erste war von den dreien. Ja. Aber jetzt komme ich als Grinch mal ums Eck und sage, mein Lieblingsfilm ist der viel diskutierte Film Stirb langsam Teil 1. Ja. Ist für mich ein Weihnachtsfilm, Schluss aus. Ja, aber es ist ja kein klassischer Weihnachtsfilm. Ja, man kann sich dann wieder drum kloppen, ob es ein Weihnachtsfilm ist oder nicht. Bruce Willis sagt nö. Aber ich mag lieber diese klassischen Weihnachtsfilme, die auch wirklich dann Ja. ein Weihnachtsthema haben. Ich meine, Stirb langsam ist ja nur so am Rande Weihnachten. Also okay, das spielt zwar an Weihnachten, bla bla bla, aber die große Ja. Handlung, die hättest du auch an jeden anderen Das. Tag abspielen können, Ja, darüber. natürlich, klar. So fair bin ich ja, aber trotzdem, für mich ist es einfach. Es ist ein Weihnachtsfilm. Und wenn der um die Weihnachtszeit läuft, gucke ich mir den eigentlich immer an. Immer. Ich zapp hin und Also, dann wird er bis zum Ende durchgeschaut. mein typischer Weihnachtsfilm, den ich dieses Jahr noch gar nicht gesehen habe, ist eigentlich Eine schöne Bescherung. Der ist zwar mega dumm, tut mir leid, also der ist schon absurd albern, aber das ist so ein Film, wo ich denke, ach scheiß drauf, da schalte ich einfach mal ab und dann nehme ich das einfach mal so dahin, weil ich den immer wieder witzig finde. Weil ich den halt wirklich von klein auf, als damals mein großer Bruder da so anfing, so, ja, guck, wir gucken jetzt den Film an, und ich mir dachte, was zur Hölle will der von mir? Das ist ein Gucke ich den auch bisschen, immer der ist ganz ein gerne. Es bisschen gibt da zu immer so diese drüber. Szenen drin, wo du jedes Mal lachst, obwohl du einfach weißt, es ist eigentlich dumm und du kennst die Szenen eigentlich schon auswendig, aber trotzdem lachst du jedes Mal drüber, weil es halt immer wieder cool ist, die zu sehen. Das ist so. Das fängt schon an, wenn sie da irgendwie in den Wald fahren und diesen Baum sich holen wollen. Das ist schon so mega dumm. Das ist, weil dann nichts dabei haben, keine Säge dabei haben und dann den Baum ausgraben und dann einfach mit diesem Baum und den Wurzeln hinten dran einfach wieder nach Hause fahren. Tut mir leid, es ist dumm, aber ich habe Spaß dran. Ja, ist ja Ja, der war vollkommen in mir mal ein Ordnung. bisschen zu drüber. Es ist, glaube ich, der einzige Weihnachtsfilm, den ich wirklich besitze. Die anderen gucke ich immer mal so, ja, hier bei Amazon, bei Disney, bei Netflix, etc. Aber ich glaube, das ist der einzige Weihnachtsfilm, den ich wirklich habe. Zwar auf HD-DVD, aber ich habe ihn noch. Solange die halt funktionieren, die Disc. Ach, ich weiß nicht. Irgendwie hat man so ein Guilty Pleasure und das ist halt bei mir eine schöne Bescherung. Die anderen habe ich gar nicht so wirklich geguckt. Es gibt ja mehrere Filme von den Griswolds. Aber das ist halt so das, was ich am ehesten kenne. Den habe ich auf Englisch, auf Deutsch. Ist egal, geht beides. Auf Hindi schon alles geguckt. Was auf Indisch? Nee. Ja. Das wär's. Auf Japanisch. Aber amerikanische Filme auf Japanisch sind grausig. Ich habe irgendwie Chuck und Larry mal gesehen auf Japanisch. Kannst du vergessen, das passt nicht. Adam Sandler hat so eine komische Stimme in Japan. Das passt nicht. Da sage ich dann auch so, okay, nee, dann gehst du lieber aufs Original, gehst auf die englische Vertonung. Und dann ist gut. Ja, Weihnachtsfilme, sehr schön. Wieder richtige Zeit. Happy New Year habe ich, glaube ich, nie gesehen. Aber bietet sich ja bald an. Das ist ja passend, das Thema. Kann man sich das mal angucken. Wenn du sagst, das ist ähnlich wie tatsächlich Liebe, den ich ja Ja, nicht schlecht genau. finde, warum Den nicht? kannst du dir an Silvester angucken. An Silvester arbeite ich. Vielleicht danach. Ich darf hier wieder arbeiten. Bis es steht drin spätestens 11, aber ich weiß ganz genau, da wird trotzdem 11:30 oder sowas und dann machst du auch nicht mehr viel. Kannst du direkt zur Party gehen und dann ein Feuerwerk abfackeln? Was denn für eine Genau. Party? Ja, was weiß ich? Auf dem Uniplatz. Silvesterparty. Ist doch garantiert irgendwas, oder? Ach nö, ich habe keinen Bock dabei, irgendwelchen besoffenen Leuten da irgendwie die Feuer. Nee, ach, ist egal. Müssen ja nicht alle besoffen sein. Aber viele sind's, gerade an Silvester. Das ist ähnlich wie hier Rosenmontag oder sowas, da einen zu finden, der noch halbwegs nüchtern ist, ist schon schwierig. Na, irgendwas werde ich machen. Irgendwas. Irgendwie werde ich das ja noch rumkriegen. Solange es nicht im Krankenhaus ist, ist das mir eigentlich wurscht. Muss man schon so sagen. Ja, Weihnachtsfilme, schön. Was hast du noch gesehen? Das Oder haben war's. wir jetzt schon alle Das durch? Das war's. war meine Liste, ja. Gut. Ich sehe schon, die Uhr, die tickt schon so ein bisschen. Ich habe einen Film angepriesen quasi schon in der Kinovorschau. Und zwar habe ich gesehen, ein Film, der am 4. Januar rauskommt, nämlich Next Goal Wins mit Michael Fassbender, geht um einen Trainer, dessen Namen ich vergessen habe, ist aber nicht so wichtig, der
in Ungnade gefallen ist. Ne? Der hat auch immer so ein paar leichte Ausraster vielleicht. Und der wird jetzt vor die Wahl gestellt, entweder hast du keinen Job oder du musst nach American Samoa und dort die Fußballmannschaft trainieren, die bei dem World Cup mitmachen wollen. Er spielt, oh, wann spielt denn der? In den 80ern spielt er, glaube ich. Also ist jetzt keine, nicht in der heutigen Zeit angelehnt, sondern, ach Quatsch, nicht 80er hier. Es geht um die Fußball-Weltmeisterschaft 2014. So. Und zwar haben wir dann jetzt hier, wie heißt da, Regie ist Taika Waititi, ist auch klar, da weißt du schon, in was für eine Richtung das geht. Thomas Rongen heißt der gute Mann. Es basiert auf einer wahren Geschichte. Und American Samoa hat wohl eine der schlechtesten Fußballmannschaften der Welt. Die haben bei den Vorentscheid für irgendwie World Cup oder sowas 31:0 gegen Australien verloren. Und ich Boah. glaube, die haben noch nie irgendwie ein Tor geschossen. Und er soll jetzt dahin gehen und soll die Mannschaft halt trainieren. Und dieser ganze Aufbau, dieser ganze Film hat halt Hardcore irgendwie so einen cool Runnings-Vibe. Dass du sagst, okay, du hast da so eine Truppe von zusammengewürfelten Leuten, wo du nicht sagst, okay, das sind jetzt Fußballer, sondern die haben einfach Bock drauf. Weißt du, so irgendwie der Polizist macht nachher mehr ein bisschen Fußball und sowas und die soll er jetzt trainieren, hat null Bock drauf. Kippt sich eigentlich die ganze Zeit nur irgendwie was Hartprozentiges rein, damit er so halbwegs übersteht. Und gibt sich dann trotzdem so, ja gut, das ist jetzt mein Job. Ich versuche die halt irgendwie zu trainieren, auch wenn sie halt echt mega schlecht sind. Und will die dann halt vorbereiten für die Qualifikation 2014 für die Fußballweltmeisterschaft. Geht gar nicht so lange, ich weiß gar nicht, ein paar 80 Minuten oder sowas. Nee, 105 Minuten geht's. Hoppala. Aber ja, er macht Spaß, der hat halt echt gute, nette Witze drin. Einfach mal einen Trailer angucken. Ich glaube, dann weiß man auch so ungefähr, in was für eine Richtung es geht. Ich hatte dir durchgängig Spaß eigentlich. Ich habe den mir auf Englisch angeguckt, weil er halt ja nur auf Hausnick lief. Und ich hatte echt das Glück, okay, die reden alle deutliches Englisch. Es ist ja nicht so, dass ich kein Englisch verstehe, aber meistens ist es bei den Filmen so, dass sie da ineinander quatschen oder einer so einen harten Akzent drauf hat oder irgendwie Tom Cruise nuschelt da irgendwas vor sich hin. Bis du das realisiert hast oder bis du das übersetzt hast, sind die schon drei Sätze weiter. Das ist dann Stimmt. mir zu anstrengend. Und die haben Stimmt, echt ja. ein gutes Englisch drauf, sehr verständlich und dann hast du auch Spaß dran. Ich fand ihn cool. Auf jeden Fall ein interessanter Film. Würde ich mir sogar Ja. wünschen, dass der irgendwann mal irgendwo vielleicht in der Sneak läuft. Ja, also bei uns nicht mehr. Wie gesagt, der lief Ja. jetzt schon. Ja. Ja, müssen wir dann gucken, wenn er draußen ist. Wie gesagt, 4. Januar ist ja gar nicht mehr so lange hin, 2 Wochen. Und ich gucke mir den nochmal an. Das ist so ein Film, wo ich sage, okay, ja, cool, den kannst du nochmal gucken. Einfach weil er halt so seine Momente hat, wo du dann einfach Bock drauf hast, ihn nochmal zu sehen. Das jetzt würde ich mir den kaufen, vielleicht nicht, aber nochmal angucken auf jeden Fall. Und dann haben wir ja zusammen auch einen Film gesehen diese Woche. Ja. Da sind wir jetzt auch wieder bei der Sneak, nicht bei der OV-Sneak, sondern in der normalen, regulären Sneak. Und zwar Raus aus dem Teich. Der neue Film von Illumination, Animationsstudio hinter den Minions oder den letzten Super Mario-Filmen, geht um eine Entenfamilie und einen ängstlichen Entenpapa, der eigentlich gar nicht aus seinem Teich heraus will. Nun treffen halt die Kids und die Frau irgendwelche Zugvögel, die auf den Weg sind nach Jamaika und lassen sich da so ein bisschen anstecken. Und sie überreden ihn jetzt quasi dazu, lass uns doch in den Süden fliegen. Und auf den Weg in den Süden passieren halt allerhand komische Sachen. Man trifft allerhand komische Vögel, was allerdings trotzdem irgendwie interessant ist. Ich fand den Papagei auch geil. Der war zwar durch, aber ey, das sind alle durch. Du hast echt das Gefühl, ey, die sind alle nicht mal ganz knusper in der Birne. Aber ist Fand amüsant. jetzt den Papageien fand ich jetzt aber auch gar nicht nervend, weil auch wieder bei dem Film haben wir danach in unserer Gruppe gestanden gehabt und ein bisschen über den Film philosophiert. Und der Papagei wird ja in der deutschen Synchro gesprochen von Jorge González. Und da ging die Meinung ja auch auseinander von, boah, den brauche ich gar nicht, bis hin zu, ach, ich finde den eigentlich ganz lustig. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde ihn mittlerweile echt super sympathisch, wenn er irgendwo im Fernsehen ist, weil er sich selber halt echt null ernst nimmt und da halt mittlerweile diese Rolle mehr oder weniger echt eingenommen hat und so ist, wie er ist. Er ist halt so ein Paradiesvogel.
Und aber ich weiß nicht warum, aber ich mag ihn. Also ich finde ihn einfach sympathisch. Ich lasse ihn das sein, was er ist. Und damit habe ich echt kein Problem. Und da hat er, finde ich, als Synchronstimme von dem Papagei, finde ich, einen ganz soliden Job gemacht. Das war nie drüber, das war nie drunter, das war genau Hoche, so wie man ihn kennt aus dem Fernsehen. Und für meine Verhältnisse fand ich, war das wirklich auf den Punkt gewesen, hat gepasst. Der ganze Film selber ist jetzt nicht so typisch Animationsfilm, wie es die ganzen anderen Häuser machen, dass der auch diese Erwachsenenelemente mit dabei hat. Also es ist überwiegend wirklich schon ein Kinderfilm. Aber rundum muss ich sagen, sehr gut unterhalten gewesen, grafisch auch wirklich sehr gut gewesen, kannst du auch nichts dagegen sagen. Sound war sehr gut gewesen, fällt mir jetzt hier gerade noch ein. Also der Surround Sound, der war wirklich gut gewesen, da konntest du auch nichts dagegen sagen. Und durchweg, der gesamte Film durchweg ein ganz solider, guter Film gewesen, Animationsfilm. Ja, der macht halt Spaß. Ist halt wirklich so für Weihnachten jetzt so rum so ein schöner Familienfilm, wo du sagst, okay, da gehen wir jetzt mal mit der kompletten Familie einfach ins Kino und alle haben irgendwie dann trotzdem Spaß dran. Das ist jetzt auch kein so ein typischer Kinderfilm, wo du sagst, okay, ja, das ist jetzt zu albern. Ne, dass die Eltern sagen so, boah, das ist eigentlich alles dumm jetzt hier, das ist mir zu albern, das ist mir zu überdreht. Sondern du hast auch als Erwachsener Spaß. Ne? Also wie gesagt, in der Sneak sind ja mindestens mal alle 18. Und da wurde dann trotzdem relativ gut angenommen und sehr gut auch bewertet. Ich weiß jetzt gerade die Bewertung nicht auswendig, aber ich kann gerne mal nachgucken. Aber die war schon echt solide gewesen. Ne? Da waren viele dabei gewesen, die gesagt haben, ja, das macht doch Spaß. Also der hatte 7,05 von 10 Punkten im Durchschnitt. Das ist auf jeden Fall grundsolide. Und der macht ja auch Spaß. Der hatte auch echt Szenen drin gehabt, wo ich mir schon gedacht habe, so, okay, für die ganz Kleinen ist das vielleicht schon ein bisschen zu creepy. Aber naja. Es gibt es da. Also, der hat jetzt nicht diesen mega Schenkelklopfer, wo du sagst: Boah, ey, das ist jetzt ein mega, mega geiler Witz oder das ist mega lustig. Aber er ist durchgängig einfach amüsant. Meistens halt auch wirklich durch seine Charaktere. Die haben halt wirklich Charaktere da eingebaut. Einer meiner Highlights ist halt auch Onkel Dan, der irgendwie da noch mitfliegt. Der eigentlich dann auch Mac, also den Entenpapa, dazu überredet hat, mitzufliegen, indirekt. Weil er gesagt hat, ja geil, hier, wenn bleib einfach ein Teilchen, dann wirst du dann irgendwann so wie ich. Und dann hat er die angeguckt und hat sich gedacht so, nee, eigentlich will ich das nicht, weil er ist wirklich so ein oh, durchgeknallt würde ich nicht sagen, aber der hat schon alles irgendwie hinter sich, glaube ich. Der saß dann nur noch rum und war total durch. Wie soll ich am besten beschreiben? Was ist er? Ja, er war einfach durch gewesen. Das ist Ja. halt so dieser Grumpy Onkel, Opa, whatever. Und der halt einen an der Klatsche hat. Ja, Und habe ich sehr, sehr eigentlich assoziiert für. Also würde zu mir passen. Ja, kann ich auch machen. Also, irgendwann werde ich das auch. Deswegen, ich fand ihn relativ witzig, ich fand ihn gut. also ab sofort nennen wir dich Onkel Dan. Onkel Dan, ja, genau. Nee, er macht halt nichts verkehrt. Er ist halt grundsolide, nette Unterhaltung. Kann man nicht zu sagen. Haben wir noch einen Film auf der Liste oder eine Serie? Ich habe noch einen Film geschaut. Eigentlich zwei, aber den zweiten Film, den überspringen wir mal ganz schnell. Ich habe gestern Abend Fast and Furious Teil 10 auf Sky geguckt. Der lief da, hat er da angefangen. Wobei fairerweise ich sagen muss, die ersten 10 Minuten liefen schon. Aber ich war gestern Abend so schlapp gewesen, dass ich dann einfach, ja, ist mir egal, ich brauche jetzt einfach nur eine seichte Unterhaltung auf der Couch gelegen. Und dann habe ich mir den jetzt zum ersten Mal nach dem Kino jetzt nochmal angeschaut. Ja, braucht man nicht drüber reden. Übertrieben hin und her. Wer Fast and Furious mag, okay, der hat da seinen Spaß mit. Mehr oder weniger seinen Spaß mit. Und das war's dann auch. Also will ich nicht wirklich viel Worte drüber verlieren. Der viel schönere Film in meinen Augen. Ich habe einen alten 80er-Jahre-Film wieder geguckt gehabt. Der lief nämlich auch auf Sky dem letzten. Und den kenne ich echt noch von früher, auch wenn er ein bisschen creepy ist, aber
Irgendwie habe ich doch für diesen Film was übrig, und zwar die Hexen von Eastwick. Okay, nie gesehen. Hauptdarsteller Jack Nicholson, der den Daryl Van Home spielt. Also es geht hier um eine Kleinstadt, und in dieser Kleinstadt gibt es ein großes Anwesen, ein Haus, das er gekauft hat und dann in diese Kleinstadt hinzieht mit seinem Butler. Aber er selber so ein bisschen das personifizierte Böse ist. Und sich, sage ich mal so, an die Frauen dran macht, auf eine ganz charmante Art und Weise. Und in dieser Kleinstadt gibt es drei beste Freundinnen, und diese drei besten Freundinnen werden gespielt von Michelle Pfeiffer, von Susan Sarandon und von Cher. Die, muss ich jetzt mal so sagen, zu dieser Zeit absolute Topfrauen waren. Auch optisch wirklich sehr hübsch damals in den 80er Jahren, ja, echt waren, auch heute noch sehr attraktiv sind. Michelle Pfeiffer finde ich immer noch eine wahnsinnig attraktive Frau. Auf jeden Fall, und er macht sich praktisch an diese drei Mädels ran. Erst eine nach der anderen, bis sie dann merken, ja, Moment mal, verarscht er uns? Der hat sich ja an uns alle drei ran gemacht. Aber er selber, eben durch seinen diabolischen Charme, alle drei Mädels so weit bekommt, dass er alle der Liebhaber von allen drei Freundinnen ist. Und am Ende geht es dann im Grunde auch nur darum, weil er will sich dann auch seine Saat weitergeben. So nenne ich das jetzt mal. Und bis dann die Mädels irgendwann eben darauf kommen, dass die unter seiner Fuchtel sind, weil er eben auch dann Kräfte hat, um Menschen, die nicht nach seiner Pfeife tanzen, praktisch manipulieren kann, krank machen kann, töten kann, etc. Und irgendwann kommen die dann eben auf den Trichter, und dann geht es darum, den Spieß umzudrehen und ihn praktisch zunichte zu machen. Jack Nicholson in dieser Rolle, muss ich ganz ehrlich sagen, es gibt auf diesem Planeten von Schauspielern niemanden, der ein so charismatisches Arschloch spielen kann wie Jack Nicholson. Das ist für mich die geilste Rolle, die Jack Nicholson jemals in seiner Rolle gespielt hat. Ich habe noch nicht alle seine, ich weiß nicht, 500 Filme gesehen, aber die Hexen von Eastwick ist Jack Nicholson, ich weiß nicht, der ist hier, das ist absolut beste Darstellung überhaupt, in meinen Augen, für meine Verhältnisse. Und ich liebe diesen Film. Ich habe diesen Film bestimmt jetzt gefühlt 20 Jahre lang nicht mehr gesehen. Und er lief dann auf Sky, und dann ich so, oh, den könntest du jetzt mal gucken. Und dann habe ich den auch geschaut, und ich muss ehrlich sagen, der war heute immer noch so gut gewesen, wie ich den damals in Erinnerung hatte. Ja. Ich sehe gerade Regisseur George Miller, der Macher von der Mad Max-Reihe und noch ein bisschen mehr. Okay, nie gesehen. Also ich glaube, an so 80er-Filme kommst du auch nur wirklich dran, wenn du so A vielleicht in der Zeit gesehen hast oder jetzt einfach so ein Flair hast, die alte Filme reinzuziehen. Und ich habe eigentlich, glaube ich, genug mit neuen Filmen zu tun, dass ich weniger die alten irgendwie ausgrabe. Wenn ich sie nicht halt von der Kindheit her schon kenne. Ja, ich finde es halt immer wieder schön, weil ich das Gefühl habe, dass von neuen Filmen da auch sehr viel Rotz einfach mit dabei ist, und ich mich dann immer wieder dabei ertappe, dass ich zwischen den ganzen neuen Filmen und auch aus den Serien, um aus diesem Serienwahn da mal ein bisschen rauszukommen, ich immer wieder gerne einfach alte Filme schaue, die ich kenne oder eben auch nicht kenne. Da erinnere ich mich jetzt selber nur mal daran, dass ich vor einem Jahr ungefähr mal angefangen habe, Hitchcock-Filme zu schauen. Zwei Stück, die ich noch nicht kannte. Und selbst dann feststellen musste, wow, also die alten Filme, es gibt jede Menge alte Filme, die so gut sind, wo dann die neuen Filme halt echt abstinken dagegen. Und deswegen finde ich das immer wieder schön, jetzt in diesem Film, jetzt auch in diesem Fall, die Hexen von Eastwick.
Ich habe dann echt, das war so ein willkommenes Geschenk, wie ich im EPG gelesen habe, fängt gleich in 5 Minuten an. Da habe ich mich richtig gefreut. Jetzt guckst du mal einen, hoffentlich, Klammer auf, Klammer zu, einen guten Film, um einfach mal wieder zu erfahren, was einfach ein guter Film ist. Und ich bin da nicht enttäuscht worden. Und der Film, finde ich, funktioniert heute immer noch wahnsinnig gut. Ich gucke mal ganz schnell. Ist einfach gut. Nils, hast du davon schon mal was gehört? Ich habe davon schon mal was gehört, aber gesehen habe ich den nicht. Das wäre, glaube ich, auch so ein Film, da würdest du auch deinen Gefallen daran haben. Allein schon wegen Jack Nicholson, weil der spielt da wirklich, finde ich, eine seiner besten Rollen überhaupt. Ich habe den Film geguckt, ich musste allein, wenn er gespielt hat, wenn er in der Kamera war, wie er spielt, die Mimik, dieses Böse, dieses pure Böse, aber charmant mit seinem Lächeln, was Jack Nicholson ja drauf hat. Der lächelt und du weißt, das ist aber eigentlich das pure Böse, was dich da gerade anlächelt. Und ich habe da so oft bei diesem Film jetzt wieder so ein Grinsen auf der Backe gehabt und habe mir gedacht, leck mich am Arsch hier. Der schafft es einfach, der Typ. Der schafft es auch nach über 30 Jahren, wenn du dir den Film anschaust, dass du dir immer noch denkst, Scheiße, vor dem hättest du echt Angst. Ja, ganz, ganz über 30 Jahre sind es ja nicht. Doch, klar, natürlich, sind schon über 30 Jahre. 90, 0, Ja. 10. Ja. Das sind ja schon über 30 Jahre. Ich habe gerade 87, mal glaube ich, war der Film, habe ich nachgeguckt. gesagt, ne? Ich habe mal nachgeguckt. Man kann ihn auf Amazon Prime wohl gucken. Also im Prime Video. Ansonsten habe ich den jetzt noch nicht so gesehen. Zumindest nicht in der Flatrate so, dass man direkt gucken kann, sondern im Laien kannst du den wahrscheinlich fast überall. Ist halt bekannter Klassiker. Ja. Also Ich meine, der Name sagte mir natürlich was, aber ich habe den nie gesehen. wenn ihr da so eine imaginäre Liste habt, könnt ihr euch den gerne mal aufschreiben. Ich glaube, da werdet ihr euren Spaß mit haben. Ja, meine Also Liste, ja, meine Liste. was Charakterdarsteller angeht, auf jeden Fall. Also Jack Nicholson, Topform, Bestform. Ich liebe diesen Film. Eine von Ja. 5000. Ich kann mich ja nicht entscheiden, welchen Film ich mehr liebe oder welchen nicht. Ja, manchmal ist es echt schwer. Das muss man auch in der Kinovorschau so ein bisschen feststellen, dass man da sich nicht entscheiden konnte, welcher von denen ist jetzt eigentlich interessanter. Wir machen ja immer so diese Top 3 und dann stand es so da und dachte, ich habe keine Ahnung, welchen von denen ich in die Top 3 packen soll, weil die alle irgendwie interessant klingen auf ihre Art und Weise. Ja, ist eine coole Folge. So, diese Woche habe ich noch eine Sache. Ich wurde enttäuscht. Ein bisschen. Und zwar werde ich schon seit langer, langer Zeit, keine Ahnung, wie ich da drauf komme, bombardiert bei Instagram, bei Google etc., wo es ist. Und zwar habe ich irgendwann mal angefangen, mir so Online-Kurse anzugucken. Ne? Studieren ist für mich gerade ein bisschen schwieriger, weil in Fulda gibt es halt nichts Interessantes für mich. Dann kannst du halt höchstens ein Online-Studium machen. Deswegen habe ich mich da ein bisschen informiert und seitdem kriege ich irgendwie von verschiedenen Anbietern von Online-Kursen irgendwelche Werbung. Darunter Domestika. Domestika ist neben Udemy eigentlich einer der größeren hier in Deutschland, die verschiedene Kurse halt anbieten. Und da hatten sie jetzt ein Angebot, die haben eigentlich immer ein Angebot. Domestika gehört einer zu diesen, das ist wie bei Dratzengeschäfte, weißt du, die haben immer gerade ein Sale. Da steht aber dabei, normalerweise kostet dieser Kurs 50 Euro, aber heute nur 8,99. Und dann denke ich mir so, Ja, jo, aber das hat er genau. letzte Woche auch schon und das wird er nächste Woche auch noch. Also ist jetzt, die haben immer ihre Uhr dabei, jetzt aber schnell noch zugreifen, nur noch 2 Stunden und du weißt ganz genau, ja, nächste Woche ist genau derselbe Kram drin. Dann hatten sie jetzt aber einen Kurs gehabt, da geht es um Post-Production, also hier um Nachbearbeitung von Filmen, jetzt Color Grading, also Farbanpassung, aber auch ein bisschen VFX, also alles so Zeug, was mich interessiert. Dann haben sie auch noch gesagt, okay, wir machen das nicht in Adobe Premiere, was die meisten machen, sondern in DaVinci Resolve, also auch das Programm, was ich nutze. Und dann haben wir das so auch für 8,99, na komm, guckst du dir einfach mal an. Wir haben ja diesen Trailer-Video dazu, wo sie dann ein bisschen so Kurzfassung erklären, was gibt es in diesem Kurs. Das sah eigentlich ganz cool aus. Problematik bei den Dingen ist, gerade bei Domestika, sehr viel auf Spanisch. Natürlich gibt es Untertitel dazu. Und gerade bei diesem Trailer war kein Problem. Ich kann Untertitel lesen, ich habe mit Untertitel keine Probleme. Also es gibt auch viele, die sagen so, nee,
wenn ich irgendwas hier, gerade im Anime-Bereich, wenn ich dann sage, hier, lass uns die Originalversion gucken, nee, wenn ich kann nicht die Untertitel die ganze Zeit lesen, weil dann kriege ich nichts mehr mit vom Film. Ich bin seit Jahren trainiert, Untertitel zu lesen und auch das Bild mitzukriegen. Für mich kein Problem. Problem ist, der Trailer wurde gut übersetzt. Der Kurs ist maschinell übersetzt. Ah, Heißt, die haben okay. da irgendwie Google Translator oder sonst irgendwas drüber laufen lassen. Und du sitzt da und denkst dir so, Alter, was Was? wollt ihr von mir? Ich verstehe gar nichts. Problematisch ist natürlich, Sprache ist natürlich Spanisch. Mein Spanisch ist sehr, sehr schlecht. Wäre es ein englischer Kurs gewesen, wäre es wahrscheinlich nicht so dramatisch gewesen, aber gerade Spanisch kam mir alles ein bisschen spanisch vor. Habe ich nicht so viel verstanden. Und das ist der größte Knackpunkt an diesem Ding. Ich glaube, der Kurs an sich, der Kursleiter und was er erklärt und wie er es erklärt, das ist gut. Der macht das gut. Also nichts gegenüber dem Kurs. Die Kritik geht an die Übersetzung. Warum haben sie nicht einfach dann sich auch die Mühe gemacht, wenn sie dann schon, na gut, die 40 Euro bezahlt wahrscheinlich keiner, sondern die warten alle auf diesen rudimentären Sale. Aber warum haben sie nicht einfach die Mühe gemacht, haben dann Übersetzer einfach mal kurz drüber laufen lassen? Also nicht maschinell, sondern einfach mal einen hingesetzt, der gesagt hat, okay, ich nehme jetzt mal die Stunde Zeit oder keine Ahnung, wie lange das wahrscheinlich auch dauert, aber ich nehme halt mal die Zeit und übersetze das richtig, sodass der Kursteilnehmer auch versteht, was der da erzählt. Weil diese maschinelle Übersetzung, die übersetzt dir Dinger, wo ich mir denke so, nee. Ich hab natürlich jetzt auch den Vorteil, ich bin kein blutiger Anfänger. Das heißt, ich kann mir aus dem Kontext und aus dem, was du dann halt siehst, dann noch so das ein oder andere zusammenreimen. Hast du da aber einen, der gerade damit anfängt, der wird da keine Chance haben. Der hat da keine Ahnung von. Das Coole ist, die haben natürlich dann auch immer diese Begleitformulare dabei. Ne? Also das Ganze, was so geschrieben ist, nochmal vielleicht als Grafik so zusammengepackt und sowas. Ne? Als PDF kriegst du das direkt dazu, kannst dir das runterladen, ist alles auf Spanisch. Wo ich mir denke, geil, was will ich denn jetzt mit einer Anleitung hier? Auf Spanisch, verstehe ich halt nicht. Und das ist so der größte Knackpunkt, wo ich mir gedacht habe, so toll, das macht ja eigentlich nicht ganz so viel Sinn hier und ich werde wahrscheinlich bei Domestika nichts mehr erwerben, zumindest nichts mehr, was irgendwie eine andere Sprache ist als Deutsch oder Englisch, weil ich dann nichts verstehe oder sehr, sehr wenig verstehe oder dann halt mir die Szenen alle dreimal angucken muss, um dann den Kontext irgendwie rauszukriegen, was da eigentlich gerade gemacht wird. Und das ist eigentlich schade, weil ich glaube, der Kurs an sich ist gut. Aber die haben halt an der Übersetzung gespart und das ist halt der Fehler. Ja, ich kann mir halt vorstellen, dass, ohne dass ich mich da jetzt mit der Materie wirklich auskenne oder mit diesen Trainern, die du da online erwerben kannst, am Ende ist es ja dann wirklich eine Geldsache, woran dann halt einfach gespart wird. Kann ich mir jetzt vorstellen. Ich weiß es nicht. Aber wenn du dann halt wirklich so etwas, ich nenne es jetzt mal so etwas Günstiges hast, dass es halt auch einfach nur günstig umgesetzt hast und wie du schon sagst, also wenn du nicht ein Minimum an Vorwissen hast, da überhaupt durchzusteigen und da etwas beigebracht zu bekommen, dass es auch hängen bleibt, bin ich auch skeptisch. Das ist echt schade, weil wie gesagt, der Kurs an sich ist nicht billig produziert, dass du sagst, okay, ja, die haben da jetzt einfach irgendeinen Dödel hingestellt und er erzählt dir in 5 Minuten mal wie so ein YouTube-Video, wie das funktioniert, sondern der Kurs an sich und was sie zeigen und wie er es erklärt, das ist schon alles gut. Die haben einfach nur blöderweise an die Übersetzung gespart, an die Untertitel. Die hätten es noch nicht mal einen Offsprecher oder sowas, brauchst du gar nicht. Untertitel wären für mich absolut okay gewesen, aber bitte für mich verständliche Untertitel, das wär gut gewesen. Ansonsten, keine Ahnung, muss ich den Ton laufen lassen, mir einen Google Pixel daneben packen und hoffen, dass der mehr versteht als ich. An sich kein schlechter Kurs, also nicht billig produziert oder sowas, dass ich sage, okay, der Kurs an sich ist auch schon echt meh. Da merkst du schon, dass die da kein Bock zu hatten oder kein Geld zu hatten oder einfach nur günstig was machen wollten. Also, wenn du in Spanien wohnst, ein spanischer Filmemacher, der sagt, ich möchte ein bisschen über Post-Production lernen. Der wird mit diesem Kurs echt zufrieden sein. Tja, schade, schade. Vielleicht verstehe ich ja noch ein bisschen was, weil wie gesagt, Informationen kannst du ja trotzdem noch rausholen. Was ich auch ein bisschen komisch fand, ist, die bieten das an für 8,99. Nun ist denen ihren Sitz irgendwie in Amerika. Das heißt, du bezahlst nicht in Euro, sondern in Dollar. Das heißt, es wird jetzt in Dollar umgerechnet. Was allerdings dann ein Ergebnis hat, dass die Umrechnung nicht 8,99 ist, sondern 9,50 €. Was für mich jetzt erstmal egal war, weil die 50 Cent, die sind jetzt auch wurscht. Aber es ist ein komisches Ding, weißt du, dass du sagst, okay, hier, wir bieten das für einen Preis an,
Aber ach nee, April, April, wir müssen das erstmal in eine andere Währung umrechnen und dann wird es trotzdem teurer. Das war ein bisschen strange. Müsste es nicht eigentlich billiger sein? Oder stehe ich gerade auf dem Schlauch? Ist der Umrechnungskurs nicht immer zum Vorteil vom Euro? Ich weiß es gerade gar nicht. Wo steht denn der Dollar? Dollar zu Euro. Also müsste eigentlich, der Dollar müsste günstiger sein als der Euro. Ja, Nach 1 wie Dollar vor. 92 Cent. Also haben sie mir jetzt recht übers Ohr gehauen. Ja, wie gesagt, es ging jetzt Ja, halt um kommt eine Differenz bestimmt von 50 Cent. eine Da sagst du auch nicht, nö, Umrechnungsgebühr oder jetzt will so ich aber vielleicht nicht auch. mehr. Ach, es war ein bisschen komisch. Deswegen, Ja gut, aber ganz ich ehrlich, hätte mir für das anders 9 überlegt. Euro kannst du halt auch nicht wirklich erwarten, dass sie da einen echten Menschen zum Übersetzen dran bieten. Da müssen sie den Kurs ja wahrscheinlich erstmal, was weiß ich, 1000 Mal verkaufen, damit sich das gelohnt hat. Ja, bei den 9 Euro ist ja das, ja gut, den ihren Sale, an sich kostet das Ding ja 40 Euro oder 50 Euro. Vielleicht kauft auch irgendeiner das Ding für 40, 50 Euro, weiß ich nicht, aber Aber das sind, ich da, würde Dirk, das das nicht sind doch machen. so Mondpreise, damit man sagen kann, man hat was im Angebot. Ja, klar. Vor allem, weil die das halt so ständig machen. Das ist wie ein Matratzengeschäft. Wenn du mit Matratzengeschäft vorbeiläufst, die haben immer irgendeinen Sale. Irgendwas ist immer gerade ein Angebot. Räumungsverkauf. Wir hatten in Fulda, glaube ich, ein Matratzengeschäft, das hatte 3 Jahre lang Räumungsverkauf gehabt. Das wo du auch gedacht hast, okay, irgendwann muss der Laden ja mal leer sein. Tja. Ja, natürlich ist das jetzt nicht der Preis, den sie dann wirklich erwarten zu bekommen, aber ja, ich werde mir den nochmal weiter angucken. Wie gesagt, aus dem Kontext verstehst du ja da noch ein bisschen was und dann nehme ich vielleicht noch ein bisschen was mit. Vor allem halt im Bereich Color Grading oder sowas. Aber dann halt seine Anekdoten dazu oder seine Geschichten dazu oder seine Wissensvermittlung dazu ist halt ein bisschen schwieriger. Ne? Du kriegst so schon das Wissen so ein bisschen mit, wie was er jetzt macht, aber warum er es macht und was da so richtig hardcore hintersteckt, das ist dann ein bisschen schwieriger. Ich hatte auch nochmal so einen ähnlichen, jetzt nicht von Domestika, sondern von Udemy. Der war halt auf Englisch. Englisch ist ja nicht so das Ding. Da ging es halt auch um Post-Production, größtenteils halt um Visual Effects. Alter Falter, der Typi, der das gesprochen hat, hat so monoton das runtergeleitet, dass ich in jeder Folge eingepennt bin. Die Folgen gehen 10 Minuten. Sie haben es aber trotzdem geschafft, dass ich mittendrin immer so einen Sekundenschlaf so weggenickt bin. Oh, Alter, ich gucke mir nachher die PDF an und dann habe ich wahrscheinlich alles kompakt einmal, was du da erzählst. Aber die Stimme war einfach so, ey, dann hätten sie irgendwie so einen Einschlaf-Meditationsguru machen können, aber nicht unbedingt einen Offsprecher für was Wissens, was Wissensvermittlung. Es gibt ja immer so interessante. Also ich bin ja nicht so abgeneigt, einfach so Kurse zu machen. Ne? Vor allem, wenn sie dann halt jetzt nicht so teuer sind. Es gibt auch noch einen, der interessant klingt. Da geht es um Buchschreiben und sowas. Ne? Also ich habe ja viele verschiedene Projekte, was weiß ich. Eines davon ist seit X Jahren vielleicht doch mal irgendwann mal eine Geschichte zusammenzufriemeln. Und es gibt in Deutschland eine Seite. Masterclass ist falsch. Meet Your Master oder sowas heißt das Ding, wo verschiedene deutsche Leute quasi dir was beibringen. Also zum Beispiel Til Schweiger geht her und sagt, hey, ich bringe dir was über Regie bei oder was Filme machen bei. Und wenn du ihn verstehst, vielleicht da brauchst du auch die Untertitel. Und im Bereich Buch gibt es halt Sebastian Fitzek, der dann einfach sagt, alles klar, hier, ich kläre dir einfach ein bisschen was. Oder ich erzähle dir ein bisschen was, das dir vielleicht dabei hilft, einfach strukturierter dran zu gehen oder Ideenfindung zu kriegen oder sowas. Ne? Ja, der Kurs liegt halt bei 100 Euro, wo ich mir auch denke, so, ja, ist er wahrscheinlich wert, aber ist er das mir wert? Die habe ich auch gerade nicht. Es geht auf Weihnachten zu und überall, ich habe zu viele Neffen, Nichten etc., die wollen alle irgendwas haben und das ist gerade nicht drin. Leider. Aber vielleicht irgendwann, wo ich sage, okay, jetzt ist der Punkt erreicht, jetzt will ich das Hardcore in Handgriff nehmen und dann gucke ich mir vielleicht mal Sebastian Fitzek an, wie er mir erklärt, wie man ein Buch schreibt. Oder ich müsste mal wieder studieren gehen, aber das kann ich halt hier in Fulda nicht. Da müsste ich schon wieder mindestens mal nach Frankfurt etc. Und das wird dann auch schon wieder ein bisschen problematischer und auch sehr, sehr viel teurer, als wenn du einfach nur so einen Online-Kurs angekommen hast. Aber da hat man am Ende jedenfalls was in der Hand, weil diese komischen, du kriegst natürlich dann auch ein Zertifikat. Wie viel jetzt ein Zertifikat von Udemy oder von Domestika oder sowas wert ist, wenn du den irgendwo einen vorlegst, Wahrscheinlich ich glaube, nichts. der ist sehr gering. Aber
Naja, du bekommst halt was an die Hand. Kann zumindest was vorzeigen. Ja, guck mal, ich hab mir mal einen Online-Kurs so angeguckt. Ich habe ein bisschen Wissen. Das, besser als Ja. nichts, aber nicht so das Ding, dass du sagst: Oh, guck mal, hier, wa? Ich habe hier den Kurs besucht. Jetzt bin ich hier dein Mann. Das wird es wahrscheinlich nicht werden. Ah, so, was überlege ich noch? Ist diese Woche noch irgendwas? Nö, diese Woche war relativ nicht viel passiert. Kino gegangen, Filme geguckt, Ja, viel Leute mehr war auch getroffen. nicht gewesen. Alles andere als Schlusswort von meiner Seite vielleicht noch Monarch. Ich habe Monarch weitergeschaut. Könnt ihr ja jetzt gucken, ich habe jetzt Apple TV. Lohnt es sich zu gucken? Für dich auf jeden Fall, weil du ja in dem Godzilla-Universum eh gerne unterwegs bist und Ja, ich aber Monarch finde. soll ja weniger Godzilla sein, sondern mehr dieses ganze Monsterverse. Also da geht es Genau. ja nicht vorrangig um Godzilla, sondern überhaupt auch Ja, um doch, andere. also er ist schon der Hauptcharakter. Es werden zwar andere Monster, die dann auch drin vorkommen und aufgezählt werden, aber Godzilla, der G-Day, also der Tag, den wir mit dem ersten Godzilla-Film aus dem Warner Brothers Monster Universe gesehen haben, ist schon vorrangig. Also man bezieht sich immer auf Godzilla. Das war das Monster gewesen, das wir gesehen haben und das San Francisco in Schutt und Asche gelegt hat. Also, doch, 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 würde ich schon sagen. Aber die Geschichte drumherum ist natürlich eine ganz andere. Also, da geht es wirklich um die Organisation Monarch und die Geheimnisse, die halt die Verstrickungen und mit der Regierung und alles Mögliche und wie dann eben Monarch gegründet wurde. Und das ist wirklich sehr gut, ich finde, sehr gut produziert. Ich bleibe dabei, die Qualität ist wirklich wahnsinnig hochwertig. Das ist eigentlich mehr ein Film als eine Serie, die man gucken tut und hält mich gut bei der Stange. Ich muss jetzt noch eine Folge schauen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Folgen es dann am Ende gibt. Aber ich hinke praktisch eine Folge hinterher. Und dafür muss ich ganz ehrlich sagen, ist die Serie wirklich gut. Ja, doch. Also Monarch, Empfehlung meinerseits, wenn man auf diese Godzilla und King Kong Filme steht, dann hat man damit eine sehr gut parallel laufende Geschichte zu den ganzen Filmen. Ja, hat man schon am Trailer gemerkt, dass da schon ein bisschen mehr Geld in die Hand genommen worden ist und Absolut. dann die Effekte und auch Godzilla gut aussehen. Ja. Es gibt ja jetzt den neuen Trailer, also den ersten Trailer zum neuen Godzilla so rum, und zwar kommt ja am 12. April Godzilla vs. Kong 2 raus. Und ich muss sagen, dieser Godzilla in diesem Trailer sieht schlechter aus als der Monarch Godzilla. Ich muss sagen, hier gerade, da gibt es so eine Endszene, wo Godzilla und Kong rennen, wo ich mir denke, so Godzilla, seit wann rennt Godzilla? Wo ist denn der jetzt passiert? Godzilla war immer so dieses schwerfällige Monster gewesen, was da durch Tokio gestapft ist. Aber das sieht so hardcore CGI aus, aber auch nicht jetzt auf Hochglanz poliert. Vielleicht bis zum 12. April passiert natürlich noch ein bisschen was. Aber das hatte mehr einen Vibe gehabt von einem Videospiel. Ja, wenn du so ein PS4-Spiel oder eine Xbox One-Spiel hast oder sowas, und dann hast du dann irgendwie so eine Rendersequenz, das sieht so nach 2015 Rendersequenz aus dem Spiel. Das war dann eher so, oh, A, Godzilla sieht halt komisch aus, wenn er rennt, und B, warum sieht das generell hier komisch aus? Das ist, weiß nicht, hast du den Trailer dazu Ja, angeguckt? Ich hatte ihn ja letzte Woche, glaube ich, mal geschickt. genau. Aber ich fand das jetzt nicht so schlimm, weil in gewissen Momenten oder bei gewissen Filmen kann ich dann da ein Stück weit, sage ich mal, eine Gehirnhälfte ausschalten und dann, ja, ist halt jetzt einfach so. Ich meine, Godzilla und Kong sind ja so gesehen auch nicht real, dass es mir dann jetzt auch so real irgendwie vor die Nase gehalten werden muss, dass man da keinen Unterschied mehr sieht. Aber jetzt auch weit, weit weg davon entfernt ist, dass es irgendwie super grottenschlecht aussah. Die Szene, wo du meinst, da musste ich auch kurz schmunzeln, ja, wo Godzilla und King Kong dann praktisch das Rennen anfangen. Die Szene, die war so kurz und dann auch gleich wieder weg, dass ich dann in der nächsten Szene mir gedacht habe, hä, sind die beiden jetzt gerade eben gerannt? Und musste dann echt schmunzeln und grinsen, wo ich mir gedacht habe, ja, komm, okay, ja, dann rennt er halt jetzt, alles gut. Ist eine Riesenechse. Also eine Echse kann ja auch rennen. Ja. Warum soll Godzilla da nicht rennen können? Dann, ich akzeptiere es halt einfach. Und dann ist die Welt gut für mich. Ich mache jetzt da anhand von dieser einen
ich nenne jetzt mal, ich betitel es jetzt mal schlechten Szene, mache ich jetzt nicht den ganzen Film aus. Deswegen Nö, lasse ich ich das werde mir jetzt den auch einfach auf mich angucken. zukommen. Ich werde mir den Film wahrscheinlich auch angucken und wahrscheinlich wird es dann nochmal einen zweiten und einen dritten Trailer geben, wo dann wahrscheinlich ein bisschen besser dann schon wieder ist. Wie gesagt, das Ding ist ja noch in Post-Production. Aber ich habe ja vor kurzem Godzilla Minus One gesehen, was halt eher so diesen ursprungs japanischen Godzilla dann wieder ist, der natürlich dann schön träge durch Tokio stapft und da war das eine Hardcore-Diskrepanz gewesen jetzt zwischen den japanischen und den amerikanischen. Der amerikanische bekommt jetzt auch irgendwie noch andere Farben. Normalerweise hat er immer so seinen blauen Laserstrahl. Jetzt hat er irgendwie einen lilanen, nee, lila nicht, pink, lila, was weiß ich, wie man es nennt. Violett. Violett, ja. Wo ich mir denke, so, spielt der jetzt Super Saiyajin hier oder was passiert hier? Warum hat er jetzt eine. Also wahrscheinlich wird das im Film erklärt, aber ich fand es jetzt erstmal so, okay, sie machen mal was komplett anderes jetzt aus dem Charakter. Ja, auch er entwickelt sich ja vielleicht weiter. Vielleicht hat er einen anderen, weiß ich nicht, eine neue Atombombe runtergeschluckt und deswegen strahlt jetzt lila Strahlen anstatt blaue Strahlen von sich. Keine Ahnung. Aber wie Und gesagt, das sind so die Dinger, wo ich mir dann halt denke, wenn es in einem Beisatz erklärt wird oder bildlich irgendwie gezeigt wird, ja, okay, gut, ergibt Sinn, dann ist das für mich alles gut. Dann darf auch ruhig so etwas mit drin sein. In als so Super einer Art Saiyajin Film. Godzilla kann er dann auch rennen. Dann Ja. hat er sich weiterentwickelt. Ich werde mir den angucken. Ich muss eigentlich vorher noch Kong angucken, den ersten von den MonsterVerse. Ah, wie hieß es? Kong Skull Island oder sowas war das, ja. Ja, genau. Godzilla vs. Kong habe ich auch nicht gesehen. Ich glaube, die muss ich bis April mir dann beide nochmal angucken, weil ich denke schon, dass die aufeinander aufbauen. Und wie du schon sagst, Monarch ist dann Absolut. eher so ein Ding, was so nebenher läuft, was man jetzt nicht unbedingt gesehen haben muss, was aber vielleicht dann doch noch so seine Anspielung vielleicht auch dann bekommt, dass man sagt so, ah ja, okay, ja doch. Das weiß ich. Jo. Ja, ansonsten weiß ich nicht. Nils, hast du noch was Lustiges? Nö, also ich werde jetzt bald in Urlaub fliegen im Oh, neuen Jahr wo geht's hin? tatsächlich. Gran Canaria. Das klingt ja langweilig. Wir fliegen vom 3. bis 12. Januar. Das sind 9 Tage. Deswegen, ja. Sehr, sehr süß. Ja, reicht doch. Erstmal war auch teuer genug. Ja, gut. Weiß ich jetzt nicht, was Gran Canaria kostet, aber Gran Canaria. Ich habe ja Dann. so einen Last-Minute-Gedanken, aber da muss ich gucken, wie familiär bei mir da hier was klappt oder auch nicht klappt, dass ich über die Feiertage, zumindest über Silvester, vielleicht wieder zu meiner Schwester nach Istanbul fliegen würde. Aber das ist wirklich super, super, super Last-Minute. Da muss ich dann gucken mit Familie hier und wer hier wo unterkommt und alles Mögliche. Und dann würde ich dann sagen. Jo, gucken wir gleich mal morgen früh 8 Uhr. Gibt es dann Flieger? Ja, nein. Und wenn, dann zack, ab in den Süden. Ja, bei mir ist ja geplant, Ende Januar bis Februar, ich glaube vom 30. Januar bis zum 20. Februar, wenn dann ordentlich, dann doch vielleicht irgendwie meine Japan-Reise anzutreten, aber das steht und fällt halt mit dem Gesundheitszustand. Ich denke mal, wenn ich jetzt bis Mitte Januar keine Probleme mehr habe, dann werde ich es wahrscheinlich probieren. Sollte bis dahin nochmal irgendwas auftreten, werde ich sagen, nee, dann geht halt Gesundheit erstmal vor und dann muss ich es halt absagen. Ich hoffe es ja nicht. Ich war seit 5 Jahren nicht mehr in Japan. Es wird eigentlich mal Zeit, eigentlich wieder mal dorthin zu fliegen und mal was Ordentliches zu essen, was nicht 20 Euro kostet. Aber ja, das wird die Zeit zeigen. Ansonsten Urlaub, keine Ahnung. Meine Schwester hat jetzt mal angefragt, ob ich mit ihr nach Island fliege, wo ich mir denke, so Island gerade ist nicht so die geilste Idee, wenn du mich fragst. Die stehen ja kurz vor dem Wieso? Vulkanausbruch, gerade auch in Reykjavik, wo ich mir Ah, denke, ja, so. okay. Jetzt davon mal abgesehen, aber ansonsten Island, finde ich, habe ich auf meiner imaginären Liste mit dabei stehen. Also die Insel Ja. würde ich mir sehr gerne mal anschauen. Island ist bestimmt mega schön, aber du brauchst halt ein Auto. Deswegen ist für mich alleine jetzt unsinnig gewesen, dass ich sage, ich fliege mal alleine nach Island, weil du musst dann irgendwie schon Ja, umherkommen. Ich habe genau. kein Auto, ich habe keinen Führerschein, ich kann mir nicht mal ein Auto leihen, also es wird schwieriger. Und ich glaube, jetzt einen Führerschein zu machen, ist schon Luxusgut. Da kannst du dir halb fast eine Wohnung für leisten. Ich glaube, das Auto wird günstiger als der Führerschein. Weiß ich nicht.
wird sich auch zeigen. Aber gut, wenn meine Schwester mitfliegt, dann kann die fahren. Aber du musst da irgendwie schon aus Reykjavik rauskommen, weil ich glaube, Reykjavik alleine hast du in 2, 3 Tagen durch und dann geht dir das schon auf die Nüsse. Ja, schon klar. Also Aber wenn, dann willst du ja Landschaft auch was Island, von der Insel sehen, genau. ja, Landschaft Island ist, was ich von her gesehen habe von Bildern, mega schön, aber gerade jetzt haben die halt das Problem, dass sie kurz vor einem Vulkanausbruch stehen und ich muss nicht unbedingt irgendwie auf einer einsamen Insel sein, wo ein Vulkan dir um die Ohren fliegt. Also das brauche ich jetzt nicht. Das muss ich erstmal dann wieder setzen. Wahrscheinlich wird er ausbrechen jetzt irgendwann in den nächsten Wochen und dann muss man erstmal abwarten, bis sich das wieder quasi gesetzt hat. Und dann vielleicht irgendwann mal nach Island. Aber Gran Canaria habe ich mir gerade mal Bilder angeguckt. Also so, sieht ja eigentlich ganz nett aus. Sieht nach einer Ja. teuren Touristengegend aus, wenn du mich fragst. Ja gut, wir wollten halt irgendwo hin, wo man nicht Ewigkeiten fliegen muss und wo es trotzdem so halbwegs warm ist im Januar, ne? Da kommt man dann halt irgendwie bei den Kanaren raus, so mit den Malta? Weiß Parametern. ich gar nicht. Okinawa. Okay, aber da musst du lange fliegen. Ja eben, das war jetzt nicht, ich wäre auch gerne noch mal wieder nach Asien, aber das dauert dann halt relativ lange, ne? Verstehe ich. Ja gut, aber wenn du in Spanien bist, kannst du ja mal einen Kurs übersetzen lassen. Suchst du irgendeinen, sagst du, hör dir nochmal an. Genau. Übersetzt nochmal bitte, was der erzählt. Zuerst mit nach Deutschland. So, und du kommst jetzt mit und übersetzt das Ding. Ja, genau. Ja, cool. Da haben wir auch direkt schon fürs neue Jahr ein bisschen was vor. Das ist interessant. Aber ich schätze mal, für heute sind wir mit unseren Themen durch. Das ist auch ganz gut, weil ich darf gleich arbeiten gehen. Und ja, dann wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Hoffe, ihr macht was Cooles. Nächste Woche ist der 24. Ob wir es schaffen, da irgendwas aufzunehmen, müssen wir gucken. Also ich kann euch nicht versprechen, ob es nächste Woche eine Folge gibt oder nicht, aber irgendwann, spätestens im Januar, geht es weiter. Also wir werden es nicht absägen. Ich meine, wenn ihr den Podcast jetzt nicht gerade über YouTube hört, sondern über andere Podcast-Streaming-Dienste, da seid ihr sowieso noch irgendwie ein paar Folgen in Verzug, weil ich es einfach nicht auf die Kette kriege, endlich mal das ganze Ding hochzuladen. Es tut mir echt leid. Aber ja, es wird Neues geben und ihr werdet nochmal von uns hören. Und dann gucken wir mal, was bis dahin sich alles angesammelt hat an spannenden Themen. Bis dahin, ja, macht euch eine schöne Zeit, falls wir uns dann nicht mehr hören. Schöne Weihnachten, guten Rutsch. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Macht's gut. Tschüss, tschüss, tschüss.